Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es ist jetzt die Vorweihnachtszeit. Ich war natürlich nochmal bei Action, weil ich einige Sachen noch gebraucht habe. Es war eigentlich eher spontan für meinen Sohn, für den Stromkreiszug. Und ich habe da so schöne Sachen, dass ich dachte, ich zeige euch noch ein kurzes weihnachtliches Action-Video. Los geht's. Das erste habe ich jetzt gar nicht hier. Das war eigentlich der Grund, warum wir in den Action gegangen sind. Und zwar brauchten wir für unseren Weihnachtsbaum eine Abdeckung unten am Fuß. Also ich blende euch das jetzt hier auch ein. Und ich finde, das ist super schön verarbeitet. Das ist so eine Art, so eine samtige Optik. Es sieht echt süß aus. Also ich hätte mir es vielleicht in Rot gewünscht. Das gab es aber nicht. Die hatten das in diesem hellen Ton. Es gab aber auch noch so einen Schwarz, also so einen dunklen Ton. Ich fand aber jetzt den hellen sehr schön. Das passt irgendwie sehr gut und den kann man auch ganz leicht abrollern. Also wir haben ja eine Katze oder zwei Katzen und wenn dann da ab und zu mal ein paar Fusseln fliegen, dann gibt es ja diese Roller und dann kann man den leicht abrollern. Aber bis jetzt ist er tippitoppi und es sieht einfach total schön aus. Und ich mag ja dieses amerikanische. Amerikanisch muss ich vielleicht kurz erklären. Für mich ist amerikanisch jetzt nicht so klassisch alles in einer Farbe, sondern so bunt, weiß ich nicht, besondere Kugeln, Figuren, Zuckerstangen. Das ist für mich so dieser amerikanische Stil. Und dazu passt halt auch perfekt dieser kleine, ja, das ist wie so ein kleiner Samtschal, der da einfach so um den Baum herumgewickelt ist und verdeckt halt einfach diesen hässlichen, einfachen ollen Ständer für den Baum. Den braucht man aber natürlich, weil man hat ja auch Wasser drin. Also das würde ich euch echt empfehlen. Gießt euren Baum. Achtet da auch drauf, dass ihr immer wieder guckt, ob das Wasser verschwindet. Das macht einen großen Unterschied, wenn man darauf achtet und den Baum wirklich guckt, dass er jeden Tag Wasser bekommt oder alle paar Tage. Dann habt ihr länger was von dem Baum. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, wann ihr das Video seht, aber wir bauen heute unseren Baum nämlich auf, sodass wir den immer einen Monat bei uns auch haben, weil mir tut es immer so leid, man holt sich dann so einen schönen Baum und dann, also es gibt ja die Tradition, den wirklich erst zu Weihnachten aufzustellen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht, ob ihr jetzt auch schon einen Baum habt, ob ihr den wirklich erst zu Weihnachten holt, also an den Weihnachtstagen und wie lange ihr den habt. Also wenn der gut mitmacht, der Baum, und jetzt nicht sofort die alle Nadeln verliert, dann hoffe ich, dass ich den bis, naja, bis Mitte, also ja, so 10. Januar wäre toll. Dann hat man ja so das Gefühl, jetzt muss alles raus, jetzt muss die Wohnung wieder auf. Also bei mir ist es gerade so, dass ich das Gefühl habe, im Wohnzimmer haben wir gerade eine Winterlandschaft aus Adventskalendern, Stromkreiszügen, dem Weihnachtsbaum. Ich habe einen großen Nussknacker, ich habe so einen Leuchter, wie heißen die, Lichterbogen. Und ich liebe es so sehr, aber ich weiß auch, wie ich im Januar mich freue, wenn das wieder alles verschwindet. So, also das war das erste, der wundervolle kleine Baumschmuck. Ist ja eigentlich nur so ein Schmuck. Jetzt kommt's aber. Mein Sohn hat ja seinen Stromkreiszug oder wir bauen dem da immer so eine kleine Landschaft. Und er hat dann so von Märklin besondere Züge und das ist auch was, was man so gerne anguckt. Und ich liebe das, wenn es dann abend dunkel ist und man hat vielleicht nur den Lichterbogen an und dann fährt da dieser Zug. Also ich finde das super romantisch. Und was ich halt auch so toll finde beim Action, gibt es diese kleinen, süßen, beleuchteten. Da ist jetzt natürlich keine Batterie. Ich kann es euch jetzt nicht zeigen. Ich werde euch mit Sicherheit an irgendeinem Sonntag noch vor Weihnachten so einen kleinen Adventsvlog drehen. Und da zeige ich euch dann natürlich die Sachen beleuchtet und in Aktion. Und ja, aber das ist einfach ultra süß. Hier steht der kleine Schneemann und der dreht sich dann und ist halt beleuchtet, das Haus. Also einmal das. Dann in dem gleichen Stil habe ich dieses kleine Haus. Da ist einfach so ein Junge, der fährt so Ski, aber so auf alt gemacht, also so richtig altmodisch. Und so ein kleines Haus und da auch, da hängt so eine Zuckerstange im Baum. Also ich finde das echt richtig, richtig schön. Und wir haben in der Küche da auch Sachen stehen. Und ich liebe das, so ein kleines Weihnachtsdorf. Ich weiß, manche übertreiben das total, die haben da sonst was stehen. Das ist bei uns noch überschaubar. Aber da, wo dann der Zug lang fährt, wenn da so diese Häuschen sind, oh, also ich finde es, ich brauche es. So, und dann habe ich noch so kleine Figuren mitgenommen. Das ist so eine kleine, ja, einmal ist das eine Frau und ein kleiner Junge und die haben so ein, der hält so ein Päckchen, so Geschenke in der Hand. Das finde ich ganz, ganz hübsch. Und hier einmal so ein,
Geschwisterpärchen, so sieht das aus für mich, so ein Junge und ein Mädchen am Baum. Und das kann man ja dann alles so dazwischen stellen. Und na klar, da könnte man jetzt auch 20 kaufen und sich da eine ganze Mannschaft hinstellen. Aber diese 4, die reichen mir jetzt auch. Dann, oh, ich muss das mal gucken, ob ich das auspacken kann. Dann kann ich es euch nämlich noch besser zeigen. Wie sieht das jetzt aus? Da sind so kleine Häuschen, so 3 Stück. Und da sind so kleine Laternen und eine kleine Straßen, so Straßenschilder, Schneemann, Weihnachtsmann. Und es leuchtet dann, ne? Und das ist halt so schön am Abend, ne? Wenn das alles leuchtet. Ja, also da bin ich voll dabei bei diesen kleinen Sachen. Die kann man auch so einzeln dann auseinanderstellen und so dekorieren, wie man das möchte. Aber das finde ich, und ich weiß, dass wir das viele Jahre haben. Also wir haben diese Stromkreiszüge jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren. Also seit er halt älter ist und damit halt auch umgehen kann. Das kann man natürlich keinen 4-jährigen Sohn schenken oder Tochter, diese Züge. Aber wenn die älter sind, der liebt das. Und auch die Kleine, die fasst es nicht an, die spielt nicht damit. Aber die guckt das echt so mit großen, leuchtenden Augen an. Und ja, dafür finde ich es richtig, richtig schön. Was bei mir immer mit muss, wenn ich bei Action bin und es diese Kerzen gibt, das sind natürlich jetzt perfekte Kerzen auch so für die Tafel, ne? Wenn man so an Weihnachten jetzt schon denkt. Da sind solche dicken und die brennen super lange. Also, und ich mag einfach diese Optik von diesen ganz schlichten Kerzen. Ja, ich feiere die. Ich glaube, da kostet eine irgendwie 40, 50 Cent. Ist jetzt nicht so ganz günstig, aber ich kaufe die immer wieder nach. Und ich hoffe, dass es die jetzt auch länger gibt. Vielleicht dann im Frühling noch in anderen Farben, so pastellig. Das wäre toll. Ja, das ist jetzt nicht so richtig Weihnachten, aber oh, ich habe die gesehen. Und dann wusste ich, dass ich sie brauche. Ich hatte schon mal so ähnliche von H&M. Das waren auch so, die habe ich auch noch. Also die sind richtig, richtig toll. Und wenn man Besuch hat und ihr kocht einen schönen Milchkaffee, ihr schlagt die Milch, also habt Milchschäumer und dann mit Freunden zusammen aus so einer Tasse. Also ich finde, das macht's einfach, ne? Also die sind erstmal sehr dekorativ. Also hier sind natürlich wieder diese Raubkatzen drauf und dann hier habt ihr so Blätter, das ist halt alles mit Gold und hell und die sind ganz schön schwer, also das sind tolle Tassen. Ich glaube, wenn man die wärmt, also ich halte die immer, bevor ich dann den Kaffee da reinlasse, so ein paar Sekunden unter heißes Wasser, dann werden die Tassen richtig schön heiß und wenn ihr dann euren Kaffee da reinmacht, das ist einfach Next Level und ich habe es euch schon oft erzählt, ich kann irgendwie, oder sagen wir es mal so, natürlich kann ich aus jeder Tasse trinken, keine Frage. Aber mir schmeckt der Kaffee oder der Tee einfach aus so einer Tasse viel besser als in so einer, es gibt manchmal so ganz dünne, so eine, ach, das, es gibt so bestimmte Tassen, die will ich, die gehen gar nicht. Klar, zur Not trinke ich da auch draus, aber die möchte ich privat nicht haben. Und jetzt habe ich mir 2 mitgenommen und mal gucken, ich glaube, hatten die da noch andere Motive? Ich weiß gerade nicht. Also ich habe jetzt hier einmal die Blätter und diese Raubkatzen. Ist das jetzt ein Jaguar? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ne, Jaguar ist ja immer schwarz, ne? Ne, ein Panther ist schwarz, dann ist das jetzt ein Jaguar. Ich weiß es nicht. Ich werde das gleich mal recherchieren. Wenn ich das Video schneide, kann ich googeln. Ich habe auch die Erfahrung gemacht bei diesen Action-Tassen. Gut, ich habe keine Spülmaschine. Muss ich natürlich sagen, dass ich die mit der Hand spüle. Ich weiß jetzt nicht, wie die sich verhalten, wenn ihr die in die Spülmaschine gebt, dass dann das Gold abgeht. Aber das hat man ja eigentlich gelernt von den Omas, dass das Goldrandgeschirr natürlich nicht in die Spülmaschine kommt, sondern das würde ich immer von Hand spülen. So, dann habe ich jetzt festgestellt, mit Erschrecken, ich habe hier meinen Arbeitsplatz und ich habe für YouTube einen speziellen Kalender. Und ja, jetzt habe ich da meine Planung gemacht für Ende des Jahres. Entschuldigung, ich raschel hier mal kurz. Und habe dann festgestellt, dass mein Kalender jetzt hier aufhört. Und ich wollte so gerne noch ein bisschen weiter planen, so nach Januar hinein. Und habe ich gedacht, ja, kannst du jetzt nicht. Und deshalb war auch der Grund, ich muss zum Action. Und weil ich weiß einfach, genau so ist das, womit ich jetzt schon arbeite. Ich habe hier immer eine Woche und ich kann hier sehr viel schreiben. Ich schreibe dann meistens hier immer einfach so Videothemen oder wenn ich dann bestimmte Sachen herausarbeite für ein Video, wenn ich jetzt ein Themenvideo mache, dann schreibe ich mir da auch noch gewisse Stichpunkte, wenn ich irgendwas recherchiere oder so. Genau, also dafür sind diese Kalender perfekt und sie sind halt hübsch und die sind nicht so riesengroß. Also ich brauche da nicht so eine riesen Matte. Ich finde das nicht so schön und ich mag auch, dass die so fest sind. Also man kann auch was
manchmal stapelt sich da Zeug und wenn ich dann einfach das irgendwo hintragen will, dann fällt das nicht alles auseinander. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber ich finde sie sehr praktisch, ne? Und sehr schön und ich finde für den Preis, also man könnte sie jetzt auch hinstellen, sehe ich gerade. Oh, das ist ja cool. Ja, man könnte sie auch hinstellen, mache ich aber nicht. Bei mir ist das ein reiner Schreibkalender, der liegt. Dann brauche ich es nicht, aber ich finde es wichtig, dass man auch im Winter so seine Füße schön pflegt. Und ich mag das, wenn ich abend am Bett eine Tube stehen habe mit einer Creme und dann die Füße nochmal eincreme. Ich weiß nicht, ich mache das im Winter ganz gerne, im Sommer mache ich es gar nicht so doll, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, das sollte man ja im Sommer vielleicht noch mehr machen als jetzt. Also habe ich mir hier diese Fußcreme mitgenommen. Das ist direkt so eine Art Schrundensalbe. Das klingt immer ja nicht so toll, aber ich habe jetzt nicht so dolle Schrunden. Und trotzdem möchte ich meine Füße einfach schön pflegen und die auch so ein bisschen verwöhnen jetzt im Winter. Und deshalb habe ich mir hier diese Creme mitgenommen und bin gespannt, ob sie was taugt. Was aber auf jeden Fall gut ist und ich euch empfehlen kann, das sind diese Masken. Und ich habe schon gesehen, dass die in meinem Action fast alle ausverkauft waren. Ich habe schon gedacht, oh mein Gott, die Frauen, die gehen hier durch und packen alles ein. Also das ist schon verrückt. Die sind echt toll. Also diese Retinolmasken, ich habe ja meine tolle Retinolpflege von Dalton. Also da habe ich Vitamin A und Vitamin C. Und das mache ich dann so, weiß ich nicht, einmal in der Woche, wenn ich Lust habe, noch regelmäßig dazu. Ich habe ja die Hoffnung, dass Dalton vielleicht auch mal eine richtig tolle Retinolmaske macht. Mal gucken, vielleicht kommt es noch, ich habe keine Ahnung. Aber das ist eine gute Maske, genau. Die kommt aus Korea und da ist auch, glaube ich, Niacinamid schon drin. Bin ich mir jetzt nicht sicher? Nee, sehe ich gerade nicht. Nee, hier ist wirklich Retinol. Und ja, ich lasse die immer so 10 Minuten drauf. Das ist eine Maske, ja. Müsst ihr mal gucken, ob ihr mit eurem Gesicht dahin kommt. Ich schiebe mir das immer irgendwie so klar. Aber für den Alltag perfekt. Da bin ich total gespannt. Und zwar, ich habe eine bestimmte Firma, die möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil ich will die eigentlich nicht schlecht machen, weil ich habe von denen ein Tuch, was ich ultra toll finde. Damit putze ich alles, die ganze Wohnung, die Fenster, die Spiegel im Bad, alles wiener ich damit. Und das sieht genauso aus. Das ist exakt das gleiche Tuch. Und das ist jetzt hier so ein Polishing, also so ein Poliertuch. Hier steht auch drauf für Glas, für Fenster, Spiegel. Und das Ding ist, ihr macht euch dieses Tuch nebelvoll. Und das kostet irgendwie, also ich weiß nicht, was habe ich bezahlt, 1-2 Euro. Und dieses Original kostet aber irgendwie 20 Euro. Also das ist viel teurer. Und ich bin jetzt mal gespannt, was das hier kann. Das muss man richtig gut ausfinden. Ihr macht es einfach nur nass. Ihr braucht kein Reinigungsmittel. Man windet es richtig gut aus. Und wenn ihr dann danach im Bad die Fliesen wischt oder ja so Schränke, alles, was so glänzend ist, das wird so tipptopp. Das ist genial. Ich benutze das auch zum Fensterputzen, ohne dass ihr da irgendein Reinigungsmittel braucht. Das ist einfach genial. Und ich hoffe so sehr, ey, wenn die genauso toll sind, weil es ist exakt das gleiche Material. Es ist wirklich, als wäre es das gleiche Tuch, nur das Logo fehlt. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Werde ich euch berichten. Was aber auf jeden Fall funktioniert, genau wenn ihr im Bad halt, ihr wollt reinigen und ihr wollt so einen leichten Duft, dann ist dieses Reinigungsmittel perfekt. Das ist dieser Allesreiniger von diesem Good to Nature. Das ist halt so ein besonderes Zeug. Ihr könnt das auch nochmal auffüllen, die Flasche danach. Also es ist so ein bisschen umweltfreundlich, nachhaltig gedacht. Und ich mag den Geruch und in Verbindung mit diesem Originaltuch, was ich sonst im Bad habe, ist es perfekt. Und wenn das jetzt mit dem genauso passt, ey, da bin ich sehr, sehr gespannt und hoffe, ey, da hätte ich echt die Entdeckung gemacht, ne? Dann, aber ich will das dann vielleicht, weil ich eigentlich die Firma sehr mag. Die Frau, die hat mir die damals zugeschickt vor Jahren und ich liebe diese Tücher. Das wäre natürlich der Super-GAU, wenn es die jetzt beim Action so billig gibt. Ne? Also da kann man immer gucken. Und ich glaube gerade so bei diesen Mikrofasertüchern. Übrigens, genau, das wurde ich auch schon gefragt. Euer Schmuck, ne? Das könnt ihr mit so einem Tuch reinigen. Perfekt, also eure Ringe, ihr könnt die Ringe, weil manchmal ist das so, dass die nicht mehr so funkeln. Das habe ich bei dem jetzt auch erst gemacht. Dann so ein bisschen mit einem, also warmes Wasser und ein ganz mildes Spülmittel. Und den Ring da ganz kurz reintunken.
direkt mit warmem Wasser abspülen und dann mit so einem Tuch trocken wischen, dann werden die wieder schön und glänzen. Genau, so, das fällt mir jetzt ein, so als kleiner Tipp. Ansonsten nicht mit irgendwelchen Reinigungsmitteln rangehen. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und was ich euch auch noch zeige, obligatorisch, das sind diese Tücher, diese XXL Wipes. Naja, die finde ich super gut, habe ich euch schon eine Million Mal gezeigt. Muss ich jetzt nichts mehr zu erzählen und ja, wir sind durch. Das war heute ein kleiner, aber feiner Action-Haul. Ich bin echt begeistert von den Weihnachtssachen. Man findet tolle Sachen und ich habe auch so das Gefühl, bei Action, da wird wirklich jeder abgeholt. Also man kann so ganz stylisch puristische Sachen kaufen, also so ganz reduziert. Man kann aber auch wirklich so voll in die Dekokiste greifen. Die haben da so riesige Ballons gehabt mit Weihnachtsmännern, so ganz toll. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt ein Haus hätte, würde ich mir so ein Ding vor die Tür setzen. Richtig schön. Also das ist das, wo auch Kinder total abfahren. Es gibt natürlich die ganzen Leckereien, da kann man auch zuschlagen. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht, weil ich auch einfach schon sehr viel habe an diesen Süßigkeiten und das auch nicht so übertreiben möchte mit den Kindern. Und ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich kostenfrei abonnieren, die kleine Glocke aktivieren. Ich versuche jetzt in der Vorweihnachtszeit mindestens 2 Videos pro Woche zu schaffen, vielleicht auch 3. Ich gebe mir Mühe. Ja, und falls ihr da keine mehr verpassen wollt, könnt ihr halt die Glocke aktivieren. Dann wird euch das Video auch angezeigt oder in eurer Abo-Box immer angezeigt. Und ja, bei Instagram, da nehme ich euch auch mit durch meinen Alltag und zeige euch schon vieles. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Genießt diese Zeit, diese Vorweihnachtszeit. Tut euch gut, verwöhnt euch. Ja, also man muss so das Beste draus machen, auch wenn es manchmal schwer fällt. Also mir helfen solche Sachen wie jetzt diese Dekoartikel, wenn ich mir dann schön Glühwein koche, wenn ich vielleicht telefoniere mit Freunden oder mir helfen auch YouTube-Videos. Also ich liebe es, dann einfach auf dem Sofa zu liegen, Videos zu gucken. Das entspannt mich und ich hoffe, ihr macht es auch. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.